Moin moin meine Freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Final Fantasy. Und in dieser Folge wollten wir mal hier gegen diesen Drachen antreten. In der Hoffnung, dass wir den vielleicht sogar fangen können. Aber ich muss eben noch mal kurz meine Stapel angucken. Vor allem, was habe ich für Schwächen mit meinen Stapeln? Elementarresistenz. Hier habe ich Feuer als Resistenz und hier habe ich auch ein bisschen Feuerresistenz. Von dem her bin ich, was das angeht, sehr gut aufgestellt. Nur ich habe halt auch keine Stärke wirklich gegen Feuer. Das muss man halt auch ganz klar sagen und sehen. Vielleicht kann ich in irgendeinem Stapel ja Wasser noch mit einbringen. Also eine Wasserattacke. Am besten bei Lan, vielleicht auf Tama. Da habe ich, glaube ich, schon freie Felder gehabt. Und na, nö, da hatte ich gar keine freien Felder. Da wäre ein freies Feld gewesen. Dann können wir bei der rechten Hand nochmal gucken. Rechte Klaue, sorry. War da ein freies Feld? Da ist ein freies Feld. Eine neue Fertigkeit einpflanzen, ja. Aquasamen. Ich probiere es mal aus. Kostet ja nichts, oder? Oder ich ändere den Stapel. Ich bin der Meinung, bei der Zweidechse hatte ich eine Aqua-Attacke. So dass ich, wenn ich den Stapel habe. Moment. Bei ihr den großen Stapel. Habe ich zwar ein bisschen weniger Leben, aber ich glaube, er hatte Aqua. Magieangriff, zwei Wassertransformation. Halt nach einem Wasserschaden. Aqua. Fügt einem Gegner magischen Wasserschaden zu. So, da habe ich nämlich Aqua. So. Und wenn ich jetzt gucke, wie ist da die Resistenz bei dem Stapel? Nee, das wollte ich nicht. Sondern ich wollte nur mal gucken, wie hier die Resistenz aussieht. Jo, Elementarresistenz trotzdem gegen Wasser tipptopp. Gegen Feuer tipptopp. Von dem her läuft. Ich habe Wasser als Schwäche. Wir probieren es. Hui. Boah, das sind auch noch gleich zwei. Was ist das denn, Alter? Mirage entdeckt. Aqua. Boah, das hat reingeklatscht. Aber so doll hat das ja jetzt noch nicht reingehauen. Nur nochmal Aqua ein. Das dachte ich mir. Da dürfte der doch jetzt schon stark geschwächt sein. So, und bei dem anderen müssen wir Analyse raufhauen. Wir müssen rausfinden, was die Schwäche von dem ist. Lande einen Volltreffer. Du benötigst zudem einen Elektrodrache-Prisma. Was ist Elektrodrache? Ist das? Okay, dann müssen wir mal gucken, dass wir einen Volltreffer landen. Also werden wir jetzt normale Angriffe benutzen. Fuck, Mann. Er hat noch genug Leben, ne? Oh gut, da sind wir ja ordentlich resistent. Na toll. Oh scheiße. Ein Volltreffer landen,
Ist ja halt Zufall, ne? Kann man ja nichts gegen machen. Oder kann man ja nicht mal eben bestimmen. Von dem her war das natürlich jetzt blöd. Ich habe den einen Stapel vergessen auseinanderzunehmen. Ich wollte dann halt mit schwachen Angriffen, möglichst viele schwache Angriffe, um dann halt einen Volltreffer hinzukriegen. Hat nicht geklappt. Aber ich denke mal, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir denen begegnet sind. Von dem her, egal. Egal. Wir finden schon nochmal einen. Drachen. So. Dann mal eine Town. Denn dann mal Tau. Auf. Ja, Mann. Den müssen wir auch noch analysieren. Den einen dort. Wir werden erstmal kurz... Nee, falscher Charakter. Nein! Er hat ihm gleich einen Volltreffer verpasst. Was geht denn ab bei ihm? Was soll das? Analyse. Verursacht Zustandsveränderung. Benötigst du dem Elektrodrachen. Gut, dann eine Zustandsveränderung. Haben wir überhaupt irgendeine Möglichkeit, eine Zustandsveränderung herbeizuführen? Also zumindest nicht bei ihm hier. Wir haben auch keine Gegenstände, die das machen, das weiß ich. Oh, guck mal. Das hat ihn zum Schlafen gebracht. Naja, egal. Wieso auch immer das jetzt... Ach so, Katzenkrallen kann zum Schlaf führen. Stimmt. Und da hätten wir zum Beispiel die Zustandsveränderung, die wir auch versuchen könnten, bei dem Drachen einzusetzen. Werden wir beim nächsten Mal mit den Katzenkrallen angreifen. Weil eventuell bringen wir ihn dann zum Schlaf und wenn er schläft, können wir ihn fangen. Easy. Ja, Mann. Die ersten Stufe 20. Ja, jetzt wollen wir hier runter oder wollen wir da oben lang? Ich glaube, wir gehen erst einmal hier oben lang. Na? Ja, das war jetzt nicht so cool. Anscheinend macht es deutlich mehr Sinn, unten, oben runter zu springen und dann kriegt man auch die Touren. Ach, wir setzen hier wieder mal die Flames ein. Ach nee, warte mal, sie hatte noch eine andere Attacke auf alle gelernt, ne? Wie heißt die? Warte mal. Fertigkeiten. Erschütterung. Boah, jetzt geht's aber ab. Bam. Ach so, wie geil. Ich Idiot. Na klar, das ist halt gegen Flug nicht wirksam, ne? Oh Mann, das war ein bisschen dämlich. Habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Dass es ja eine Bodenattacke ist. Das ist wie bei Pokémon hier, ey. Und letzte Schelle. Doch noch nicht. Und nach dem Kampf müssen wir unbedingt mal kurz unser Team heilen. Baby Mode, Level 17. Muss noch ein paar Level steigen, damit es auch, damit wir davon die nächste Stufe verwenden können. So, und jetzt brauchen wir Heiltränke. Alter. Immer zwei anstatt nur einen Schritt. Schatztruhen holen wir uns. Jump. Jump. Zwei Allheilmittel. Ja, von hier sieht man jetzt noch keine Schatztruhe dort oben. Aber wir werden es nochmal probieren. Bin mir sicher, dass da noch was sein wird.
Außerdem können wir die Kämpfe sowieso gebrauchen. Es schadet nicht, noch mal ein bisschen stärker zu werden. Protest. Versuchen uns immer zu verwirren hier, ne? Und der hat eben irgendeine Attacke eingesetzt, die ich ihm gar nicht befohlen habe. Lauf! Attacke! Guck mal, und er schlägt sich die ganze Zeit selbst, weil er verwirrt ist. Oder mich. Oder Lan. Oder sich selbst. Alter, und der haut auch noch richtigen Damage raus auf sich. Oder auf mein Team. Und zum Glück halten wir viel aus. Die nächsten beiden auf Stufe 20. Ja, können wir nochmal hier ein bisschen... Mit den Heiltränken können wir ruhig verschwenderisch sein. Wir haben genug. Mehr als genug. Da ist noch eine Schatz. Seht ihr? War klar. Und dann hier auch nochmal runter. Und dann haben wir es. Und dann können wir hier weitergehen. Could you tell us more about exploiting resistances? Kaboom! Would you stop? Right. Jetzt kriegen wir noch mal eine Lektüre von Tama zu den Resistenzen. Und hier müssen wir jetzt... Jetzt haben wir gleich drei Versuche bei denen. Wir müssen halt eins zum Schlafen bringen, ne? Damit wir die Chance haben, ihn zu fangen. Er schläft, geil. Jetzt können wir ihn fangen. Aber das reicht gerade noch nicht. Wir müssen noch mal ein bisschen Damage machen. Anscheinend. Wenn ich den noch mal angreife, kackt er ab. So. Machen wir verteidigen. Einfallen. Shit. Nochmal einfangen. Manchmal dauert es einfach ein bisschen. Manchmal braucht man ein paar Versuche. Guck. Das war zwar nicht so mega gut, der Kreis, aber es hat trotzdem geklappt. Und das ist, was zählt. Und wir haben den nächsten. Die nächste Mirage. Einen kleinen Donnerdrachen. Cool. Der kann uns auch nützlich werden gegen die ganzen Wasserviecher, die wir hier zu erwarten haben. Und da sieht man, dass die Weiterentwicklung halt der große Drache wäre, den wir ja schon begegnet sind. Dieser Drache hat keine Beine, sondern bewegt sich auf einer Gewitterwolke fort. In einem Kampfstapel dürfte der Elektrodrache also für einen sehr interessanten Drachenritt sorgen. Ja, das stimmt wohl. Elektrodrache, ich bin mir sicher. Und wir nehmen den auch mit ins Team auf. So, und dafür fliegt raus. Der kann bestimmt auch flattern. Ich werde jetzt trotzdem nicht riskieren, Dings rauszunehmen. Hier, Todesauge. Weil, wer weiß, vielleicht kann es doch am Ende doch nicht flattern. So, nehmen wir die Mimik raus. Milodon. Ah, wir nehmen mal den Milodon raus, ja. Der ist jetzt nicht so wichtig. But if you put mirages with high fire resistance in your stacks, ah, da ist der nächste Raum. You can reduce the damage you take from flames.
Können wir nochmal darüber flattern. Eine Sache, die ich mal eben halt abchecken will, ist, ob der Elektrodrache auch flattern hat. Einfach nur aus dem Grund, dass ich sonst dieses andere Vieh rausnehmen wollen würde. Aber nö, hat er nicht. Hat er nicht. Ja, Leute, das war's dann aber auch erstmal wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein.